So, da sind wir wieder. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich mich jetzt entscheiden werde, ob wir entweder eine der Türen aufmachen oder zum Trinken gehen. Und ich habe mich entschieden. Wir gehen zum Trinken. Denn ich habe den Verdacht, wenn wir jetzt hier weitermachen und immer schön fleißig neue Speicherstände anlegen, dann vermurksen wir uns irgendwann die Speicherstände. Weil wir dann so tief unten sind und keinen Speicherstand mehr haben, wo er keinen Durst hat, dass er irgendwann zwangsläufig stirbt. Also, nicht mehr viel Gerede. Wir gehen jetzt weiter nach oben. Also zurück nach oben, besser gesagt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo oben ist. Warum, wenn ich mich nach rechts drehe, bewegen wir uns nach rechts? Egal. Ja, dabei hatte ich die Wasserflaschen oder die Wasserbeutel gerade erst aufgefüllt. Also bevor wir hier weiter runtergegangen sind. Also es ist nicht so, dass wir es irgendwie großartig vernachlässigt hätten. Aber ja, das musste irgendwann so kommen. Das hatte ich auch noch in Erinnerung. Also ich kann mich erinnern, dass wir das gleiche Problem damals auch hatten beim ersten Play. Obwohl das damals halt das Originalspiel war und... Ach, wir sind hier schon wieder. Das war dieses mit dem Clockwise, Counterclockwise. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder andersrum. Aber ja, das war vor dem Drei-Türen-Dingens. Oh, eine Treppe nach oben. Sehr schön. Ist hier irgendwo Wasser? Ganz dringend Wasser? Und ich habe immer noch keinen Plan, welche Ebene genau wir sind. Aber ich schätze mal, wir sind in der falschen. Trinken. Heiltrank trinken. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ein Auge war. Denn, oh, er ist rot. Denn die starben ja relativ schnell. Also ein guter Feuerball und das war's mit... Uah. Und das war's mit dem Auge. Ja, die sind definitiv für einen Schreckmoment gut. Weil sie halt recht schnell sein können. So, kommt da noch wer? Nö. Aber jetzt, wo wir wissen, dass die Augen hier sind, sollten wir ein Magieschild zaubern. Das Magieschild war, was sagt mein College-Block? Irgendwas ganz Hohes. Viereck. Yin-Yang. Das ist der Trank. Viereck E. Ja, das soll angeblich der Magieschild sein. Na gut. Probieren wir einfach mal. Wir laufen jetzt weiter. Und warten darauf, hinterhältig von irgendwelchen Augen geblitzdings zu werden. Und ich bräuchte mal irgendetwas Markantes, woran ich mich wieder erinnern könnte. Also irgendwelche besonderen Schlösser oder so, damit ich weiß, wo wir sind. Der zwei gebraucht, warum auch immer. Aber eigentlich müssten die Augen mir ja schon sagen, wo wir sind. Wo waren viele Augen? Einmal bei dem Schlangenrätsel. Da sind die respawned. Da könnten wir sogar gut sein. Oder sonst ganz weit oben. Aber ich glaube, wir sind beim Schlangenrätsel. Das sieht hier so aus mit den Säulen. Die Tür mache ich jetzt einfach mal zu, damit wir auf dem Weg zurück wissen, wo wir lang gehen müssen. Ja, das macht eigentlich sogar Sinn. Schön, dass ich was tue, was Sinn macht. Wenn das jetzt die richtige Richtung war, sind wir schon wieder im Schlangendingens? Das ist alles komisch hier. Und immer noch kein Wasser. Also, ich glaube, das war so, dass entweder hat eine Ebene gar kein Wasser, also gar keine Brunnen, oder die waren an jeder Ecke. Und dadurch, dass wir hier noch keinen einzigen Brunnen gesehen haben, gehe ich einfach davon aus, dass durch diese ganzen Etage kein Wasser ist. Was natürlich ziemlich ärgerlich ist. Oh. Okay, entdecken wir mal eben so ein Secret. Ein Mondstein, was machst denn du? Du machst 3 Mana. Das ist nicht sehr viel. Aber er kann das mal tragen. Und essen. Hat jemand Hunger? Ja, haben wir noch irgendwo Essen rumliegen? Nö, egal. Also, wir müssen links rum. Also ich weiß nicht, ob wir es müssen, aber da waren wir noch nicht auf unserer Tour nach draußen.
Ich hätte gern Wasser oder eine Treppe hoch. Kein Schild, nee. Nee, immer noch kein Schild. Ah, wann waren da ganz viele Skelette und ganz viele Augen? Und ganz viele Türen. Kreidemarkierung an der Wand, das wäre richtig cool. Aber das kommt ja hoffentlich bei Grimrock. So, hier waren wir anscheinend noch nicht. Sonst würde kein Mais auf dem Boden liegen, keine Fackel in der Halterung. Und das Wasser ist langsam richtig knapp bei Nabi. Wir sollten uns beeilen. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das hier schneller machen könnte. Dann nicht gegen Wände laufen, hilft schon mal. So, das haben wir gerade zugemacht, nehme ich einfach mal an. Und wenn nicht, dann wäre das eine Sache, wo wir noch nicht drin gewesen wären. Also bräuchten wir noch nicht hin. Denn wir wollen ja nur dahin, wo wir schon mal waren, damit wir zurückkommen. Ja, das macht Sinn. Da waren wir eben gerade schon. Oh, Zoom. So, ich bin in den Teleporter gesprungen, denn ich kann mich erinnern, dass wenn man in den Teleporter geht, dass man am Anfang des Schlangenrätsels rauskommt. Und wir sind jetzt genau da und gehen noch eine Etage hoch. Wir sind jetzt schon von dieser Feuerdämonen-Geschichte dreimal hochgegangen. Wasser. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kann ich auch wieder unbesorgt abspeichern. So, so, so. Und machen wir noch Flaschen voll. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja eigentlich ein paar über, aber wir haben auch gesehen, dass bei den besonders starken Kämpfen wir jede Menge Heiltränke brauchen. Also, na doch. Ich wollte ja eh demnächst noch eine Trainingseinheit einsetzen. Dann werden wir auch weniger Heiltränke brauchen. So, das wird jetzt alles voll gemacht. So. Wir werden jetzt auch nicht gleich wieder runtergehen. Ich versuche mir jetzt zu merken, wie wir wieder hierher zurückkommen, aber es wird bestimmt nicht klappen. Also unsere Reihenfolge ist, wenn wir runtergehen, wir wollen durch das Schlangenrätsel. Wir wollen durch eine von den beiden Türen. Also wir hatten einmal eine Wahl gehabt zwischen zwei Türen. Da hatten wir eine genommen und dahinter war das Zoom-Rätsel. Durch das Zoom-Rätsel müssen wir auch durch. Da müssen wir weiter, weiter, weiter. Da müssen wir runter. Dann kommen wir in das Gebiet mit den Skeletten oder mit den Skelettleichen auf dem Boden und den fliegenden Augen. Dann müssen wir noch weiter. Und dann kommen wir irgendwann zu dem Gebiet, wo wir die drei Türen haben zur Auswahl mit dem Kreuzschlüssel. Das wäre ungefähr unser Weg zurück bis zu diesem Punkt. Also von diesem Punkt aus bis dahin, wo wir vor anderthalb Folgen noch waren. Mann, Mann, Mann. Ja, Karten würden echt helfen. Aber so ist es auch ganz interessant. Also jedenfalls für meinen Kopf, der ist gerade auf Hochtouren. So, was wollen wir jetzt noch? Jetzt wollen wir eigentlich trainieren. Und wir wollen zurück zu unserem Lager, um ein bisschen auszumisten. Außerdem wollen wir noch die beiden Ra-Schlüssel benutzen, weil ich will wissen, wie viele wir noch brauchen nach den beiden hier. Gut, also, wir sind jetzt mit dem Rücken zu der Treppe nach unten, die wir haben wollen. Und müssten jetzt eigentlich nur herausfinden, wie wir zu dem Ra-Schlüssel kommen. Hier war das mit dem Chromium. Weil wenn wir wissen, wo der Feuerstab ist, die Ebene, dann wissen wir auch wieder, auf welchem Level wir sind. Und ich kann mich wieder ein bisschen besser orientieren. So. Aber unser Lager war gar nicht bei dem Feuerstab, oder? Ich glaube, das war ein Level höher. Okay, das müssen wir dann sehen, wenn wir da sind. Oh, wo kommst du denn her? Du bist perfekt zum Melee-Trainieren. Dumm, wir haben Zeit. Können die Magier währenddessen was trainieren? Die können ein bisschen rumschreien. Das soll ja auch was trainieren. Keiner hat Platz, wie immer. Yeah. Okay, das ist ziemlich nervig. Soll aber Priesterlevel trainieren.
Mehr Essen, mehr Ratte. Nee, die müssen was anderes machen. Wir könnten die mal ganz kurz nach vorne stellen. Haben wir ja schon mal gemacht in der einen Trainingsfolge. Kick, 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 kick. Da fällt mir was ein, die sollten jetzt nicht sterben. Das wäre doof. Ja, das können wir trainieren, wenn wir unsere Trainingsfolge haben. Also unsere richtige Trainingsfolge. Nicht diese provisorische wie jetzt gerade. Dann können wir die in die erste Reihe stellen und mal ein bisschen prügeln lassen. So, du hast noch Platz. Und ein paar Leute haben auch Hunger, oder? Können wir das doch gleich essen. Zack. Die bringen sogar recht viel. Dafür, dass es Rattenfleisch ist. So, hier geht's nicht weiter. Na gut. Es ist wieder ein abgeschlossener Bereich. Es ist wieder ein Metallgitter. Und anscheinend haben wir drin respawnende Gegner. Die Ratten. Sonst hätten wir sie vorher ja schon umgebracht, wenn wir hier schon mal gewesen wären. Das heißt, auf dieser Etage gibt es anscheinend auch eine erneuerbare Nahrungsquelle. Also eine haben wir schon auf Ebene 3 oder so. Das waren die Pilze. Hier unten haben wir anscheinend noch eine, was echt praktisch ist. Auch wenn ich nicht unbedingt weiß, ob ich hier nochmal hinfinden werde. Aber gut. Zu den Pilzen gab es ja wenigstens eine Abkürzung. Da hatten wir den einen Schädelschlüssel für benutzt. Da kamen wir ziemlich nah dabei raus. So, hier war das mit den Feuerbällen. Das können wir uns auch merken für den Rückweg. Also wir müssen an den Feuerbällen vorbei, wir müssen an den Ratten vorbei, wir müssen die eine Treppe runter. Und was ist hier? Okay. Ah! Hier sind unsere Vorräte runtergeplumpst. Wir hatten die schon mal durch das Gitter durchgesehen, hatten dann hier den Hebel gedrückt. Und dadurch ist nur die Fallgrube da hinten aufgegangen. Genau die. Wir können ja mal da runter gehen. Erstmal abspeichern. So, und jetzt gehen wir mal zivilisiert runter und springen nicht. Und da sind unsere Ressourcen. Sehr schön. Eine Flasche mehr ist immer gut. Und eine Kiste mit was drin? Einem grünen Edelstein. Wo sind die blauen? Da. Und eine Notiz. Leg den Stein zurück. Nein, danke. Aber er ist rot überladen, das ist gar nicht gut. Aber er ist noch hungrig. Hunger, da können wir doch was gegen machen. Nee, keine Würfel essen. Der ist immer noch überladen. Ja, okay, er hat ja auch 4 Kisten dabei, das ist verständlich. So als Magier. Mit 4 riesigen Metallkisten rumzulaufen, wäre schon ein wenig komisch. So. Oh, wir haben gerade zum ersten Mal das Seil benutzt. Und ich konnte sehen, man kann nicht wieder hochklettern. Also zumindest war da keine Animation, dass das Seil runterhängt oder dergleichen. Wobei, ich könnte einfach mal kurz runterlaufen. Mich unter so eine Grube stellen und dann gucken, ob wir hochklettern können. Nee, können wir nicht. Schade. War ein Versuch wert. Noch mehr anscheinend respawnende Ratten. Chop, chop. Ach ja. Aber es ist schon mal sehr beruhigend, dass wir jetzt was zu trinken gefunden haben. So. Denn permanent 25 Lebenspunkte verlieren, nur weil wir nicht rechtzeitig zu was zu trinken kommen, wäre schon doof gewesen. Zumal wir wirklich jedes Level und jeden Lebenspunkt brauchen bei den Gegnern da ganz unten. Weil diese Dämonen waren schon echt übel. Das waren mehrere. Also ich glaube 2 oder 3 waren es mindestens. Und dann noch umringt von diesen Feuerdingern auf dem Boden. Das ist eine echt üble Ecke. Oh, ist schon tot. Na gut. Hunger, irgendjemand? So, jetzt würde ich ganz gerne zurückgehen dahin, wo wir eben gerade das Seil benutzt haben, denn da schien es noch weiter zurückzugehen, wo ich ja auch hin will. Sieht nicht so aus wie das, wo wir eben waren.
Nee, nicht so richtig. Aber wenigstens ist es nicht ganz so verwinkelt. Also die Wege führen immer wieder zurück zu bestimmten Hauptwegen. Offene Tür, ist schon okay. Mehr trinken. No, 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 Ja, sobald ich no. jetzt so ein Ding sehe, werde ich immer einmal auffüllen. Okay, nicht immer, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wo ist diese doofe Tür? Das kann doch nicht so weit weg gewesen sein von dem Punkt, wo ich runtergegangen bin. Weil wenn ich diese Tür finde, wo wir uns abgeseilt haben, dann weiß ich auch, wo wir wieder zurückgehen. Nämlich, wir blicken dann auf das Gitter und gehen einfach rückwärts. Na, jetzt weiß ich auch nicht, von welcher Richtung wir kommen, also macht es auch keinen Sinn, die Dinge. Ah, Goodie. Also wir kamen damals, Jahre ist es her, nein, ich glaube eher 10, 15 Folgen, kamen wir hier an, haben gesehen, oh, die Tür war zu. Oh, da hinten liegt ja tolles Essen und eine Kiste. Machen wir doch mal die Tür auf. Klack. Also müssen wir in die Richtung gehen. Oder in die. Ja, das darf der Gerogon aus der Zukunft entscheiden. Wir speichern erstmal ab. Und zwar da. LP50. Ah ja, und nächste Folge werden wir uns auch nicht entscheiden, wo wir lang gehen, sondern nächste Folge machen wir erstmal eine Trainingseinheit. Denn jetzt haben wir genug Trinken, jetzt können wir uns Zeit lassen. Also, falls ihr keinen Bock habt, 15 Minuten dabei zu gucken, wie ich Tränke mache und Zaubersprüche spreche, überspringt einfach die nächste Folge. Also bis denn.